Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Crusader Kings 3. Das ist die Emma, unsere Frau. Und die ist jetzt gerade Oberhaupt in Vertretung. Fördert die Autorität so gut sie kann. Gut, bis jetzt ist noch nichts Großartiges passiert. Und wir schauen auch erst wieder hier nach, wenn wir wieder zurück sind. Okay, Hartwig ist gestorben. Bei einem Krampfanfall. Okay. Von kommenden Reisen. Jetzt fahren wir gerade durch Weinheim. Und er hat einen entdeckt, den Reinhard von Schwanden. Kommt herein, o mächtiger Kaiser. Ich kann sehen, dass es noch viele Meilen vor euch liegen. Kann euch die Reise wahrsagen. Okay, sagt mir meine Zukunft voraus, o weiser Mann. Schlechtes Omen. Okay, ein Mann aus Metall. Im Moosbach. Okay. Holt mich aus diesem metallenen Gefängnis heraus. Mein Knappe hat an meinem Verhalten Anstoß genommen, mich als herzlos bezeichnet und mich im Stich gelassen. Okay, der Herzlose. Ja, was ist das für einer? An den Hof braucht er nicht, da ist er zu schlecht. Okay, wird zu eurem persönlichen Streiter, nee, da ist er zu schlecht. Okay, betrachtet die Rüstung als verschwunden für einen gewissen Preis. Okay, was haben wir hier? Ausbildung, Interaktion. Offenbar hat euer Spielererbe keinen Vormund. Okay, auch kein Vormund, nanu. Okay, jetzt schauen wir als allererstes einmal auf die Summe aller Werte. Okay, weil der Julius auf der Reise ist. Ja, dann soll es hier der Höfling machen. Ja, dann soll es hier der Höfling machen. Okay. Genau. So ist der Höfling machen. Lokalheld. Hier ruht der heilige Adalgard von Ostfranken, Sohn von Heil. Adalgard, Ostfranken. Okay. Ja, das haben wir jetzt natürlich auch, weil wir jetzt sind ja als Pilger unterwegs. Der heilige Adalgard, das klingt gut. Die Rückkehr, es ist schön wieder zu Hause zu sein. Sehr gut, so. Und jetzt hat die immer hier keine Macht mehr. Okay, Wanderer haben wir erhalten. Okay. Und jetzt werden wir natürlich, jetzt werden wir ein paar Tage hier noch ausruhen. Okay. Scheunen und Speicherhäuser. Sehr schön. Ja, da müssen wir doch jetzt wirklich auch so gut wieder Geld erhalten. Ja, über 50. Sehr schön. Ich würde mal sagen, da heißt es jetzt, okay, Mündel profitiert von der Unterweisung des Ehepartners. Okay, ja, ist ja mal nicht schlecht.
Vor allem jetzt schon Verwaltung durchschnittlich mit 13, 3 Jahre hat er ja noch. So, warten wir mal zum 1.12. Okay, 2.12. ist egal. Und jetzt werden wir mal Hof halten. Okay, lass die Leute rein. Das Wachstum von Tindless, Reiseverwalter, Ratsverwalter Arnold ist sichtlich von einem Vorschlag motiviert, den er euch mitteilen möchte. Mein Kaiser, Tindless bietet viel Potenzial als regionales Zentrum für den Handel. Okay. Ja, wieso nicht? Geld haben wir. Der Handel sollte gefördert werden. Okay, und was passiert? Ihr beginnt mit dem Bau der Stadt Krumau. Okay. Der Handel sollte gefördert werden, sagen wir jetzt einfach. So, die burgundische Grenze, Romilda, steht mit ernstem Gesicht vor euch, mein Fürst. Die Bedrohung durch Burgund lastet schwer auf uns. König Rorgon wartet bedrohlich jenseits der Grenze. 79, ja lang wartet er nicht mehr. Okay, vernarbt. Okay. Religiöser Eiferer. So, schauen wir noch mal. Markbande, okay, da werden die Steuern zurückgenommen. Okay, das machen wir nicht. Ja, da werden wir jetzt sagen, Unfug. Burgund ist keine Bedrohung. Und schauen wir mal, ob wir das schaffen. Okay, jetzt ist sie beruhigt. In grauer Vorzeit, eine sehr alte Gestalt nähert sich meinem Thron. Wie der geschickte Begleiter von Klicken und Klopfen des Stocks. Ich bin Ahnenforscher. Okay. Okay, für ein paar Goldstücke kann ich euch und der Welt die Wahrheit offenbaren. Ja, gut, er ist ehrgeizig, okay. Wenn er ehrgeizig ist, ausgezeichnet. Sorgt dafür, dass die Liste übermäßig lang ist. Alles klar, dann haben wir das einmal erledigt. Okay. Schauen wir mal nochmal hier drauf. Okay. Sind sie hier schon zu dritt? 25 Monaten könnten sein Ultimatum stellen. Wie lange dauert das hier noch? Oh, ewig, bis man das erhöhen kann. Ja, notfalls müssen wir es halt dann wieder zurücksetzen oder schauen wir mal. Eurem Sohn Ulderich kann ein Vormund zugewiesen werden. Ja, okay. Ja, der Hoftutor. Okay, und da werden wir hier vom Glauben, wird apostolisch. Okay, ne, der soll natürlich nichts ändern. Der soll natürlich nichts ändern. Und jetzt müssen wir auch einmal schauen. Jetzt schauen wir mal hier rein, weil jetzt ist er natürlich schon mal wieder hier fest im Sattel, sagen wir mal. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwelche Vasallen haben, die nicht katholisch sind. Okay. Da müssen wir jetzt hier dauernd hin und her schalten. Vielleicht kann man das auch irgendwie anders auswählen.
Ich kann. Genau, sie könnte jetzt einmal bitten, sie zu bekehren. Genau, das ist jetzt einmal das Wichtigste. Das sind die wichtigsten. Okay, die will nicht. Aber der, ja, das ist uns zumindest einmal das Wichtigste. Könnte man hier auch einmal. Okay. Mal hier vielleicht einen hervorragenden Hofbaumeister. Naja. Seneschall. Den Gerlach vielleicht. Den haben wir ja erst geholt. Okay. Ja, da geht zum Katholizismus. In grauer Vorzeit, Werner, der Ahnenforscher, kehrt nach ein paar Tagen zurück, entrollt eine Schriftrolle, die lang genug ist, um eine meiner Provinzen zu umschließen. Okay. Ich habe hier die Wahrheit über eure Abstammung. Heute gilt es, eine große Geschichte zu enthüllen. Vor uns steht Kaiser Johann. Kaiser Helferich der Umfangreiche ist sein Vater. Kaiser Helferich der Dritte, der Schmutzige, gehörten die Lenden, okay. Ja, das machen wir natürlich nicht. Das begeistert mich mehr als jede Ballade. Ich kann mich kaum auf den Thron halten, da sind wir restlos begeistert. Hat er jetzt nochmal gehört, woher er stammt? Okay, der Bahnhof wurde gebaut. Okay, den haben wir beeinflusst. Werden wir natürlich weiter beeinflussen. Edmundre hat den Krieg verloren. Okay, auf das Mormertum von Argyll. Okay, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Ah, da haben wir jetzt fast annähernd volle Mannstärke. Das ist schon mal gut. Und jetzt könnte man auch mal. Ich würde mal sagen, wenn wir wieder 1000 Gold haben. Dann kann er hier mal wieder ein bisschen was investieren in sein Reich. Okay. Da gibt es wieder neue Hofeigenschaften. Okay, und hier geistige Robustheit. Was ist das nächste dann? Gesund, ja. Und dann hat er hier gesunder Körper. Dann kann man sich dann schon langsam überlegen, was man dann als nächstes nimmt. Der gute Herzog. Bei einem Empfang von Edelleuten von nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Vasall Herzog Volkhard ist. Mein Fürst, so sagt mir. Ach so, das war ja der, den wir beeinflussen. Glaub ich zumindest. Ah ja, genau. Ja, dann werden wir natürlich da auf jeden Fall den loben. Den werden wir loben. Das ist ganz klar. In der Hoffnung, dass er aus der Fraktion rausgeht. Wir könnten auch was anderes machen. Dann machen wir halt mal. Was und werden hier vielleicht die Bande ändern? Und zwar die Steuern hier auf normal. Okay, wurden bereits geändert. Ach, da können wir nicht. Aber vielleicht können wir hier. Naja, wenn
können wir eher dann machen wir so. Dies hier mal zurück. Und bei dem dies hier auch zurück. Weil lieber so, als das komplette hier zu ändern. Vielleicht gehen es dann raus. Vielleicht werden es dann hier die Fraktion verlassen. Jawohl. Okay. Jetzt sind sie natürlich zu schwach. Das ist ganz klar. Ja, vielleicht können wir hier irgendwas noch einstellen. Vielleicht können wir hier irgendwas einstellen, dass man sieht, wann man es wieder ändern kann. Kann man anscheinend jetzt nicht. Okay. Helga gelingt erstmals etwas Einkleidung. Während ich geduldig darauf warte, dass meine Kleider geholt werden, stottert ein Diener: Herr, niemand kann neue Kleider finden. Ich bin nur von Unfähigen umgeben, murmle ich und stürme aus meinem Schlafgemach. Im Zimmer meines Kindes Helga entdecke ich nicht nur meine Gewänder, sondern auch die Arme meines Nachwuchses. Ich hatte nichts damit zu tun, Lehnsherr. Sie hat sich selbst angezogen, meint Pock Schaber mit einem Kichern. Okay. Okay, dann machen wir das. Ah, sie ist also die Fürstin der Mode. Okay. Sehr nett. Ja. Sollen wir jetzt die Geisel schon wieder zurückholen? Ja, sie ist erst 11. Die lassen wir hier noch drin. Machen wir mal hier zu. Okay, da kommt die Beatrix. Ja, die hier gerade in der Fraktion. Nee, ist sie gar nicht. Habe ich ihr Unrecht getan. Führt sie sofort herein. Okay, und auch sie kniet wiederum ehrerbietig nieder und wir sagen herzlichen Dank für die Geschenke. Okay, und dann braucht man ja hier den Volkart nicht mehr beeinflussen. Okay, dann werden wir den vielleicht noch beeinflussen. Wenn wir den beeinflussen. Okay, und sonst haben wir nichts. Genau. Ja, dann passt es hier wenigstens wieder. So, jetzt schauen wir mal hier rein, was man ausbauen könnte. Helfingen vielleicht. Und die immer ist schwanger. Okay, hier vielleicht auch Windmühlen. Okay, machen wir hier auch mal Windmühlen, wenn wir schon Windmühlen haben. Tindless. Könnte man eventuell die Burg. Okay, da fehlen jetzt die Hürden. In Augsburg, da können wir. Was ist hier die nächste? Die rotierenden Windsegel. Okay, das machen wir mal, auch wenn es sehr viel Geld kostet, sagen wir einfach mal. Okay. Halt.
Ja, und so leben wir jetzt in einem etwas ruhigeren Zeitalter, was durchaus auch einmal schön ist. Okay. Dann schauen wir mal wieder hier noch ein paar Vasallen an. Die Romilda. Okay, die ist auch katholisch. Okay, sorgsame Pflege für 5 Jahre. Okay. Sehr schön. Okay. Ja, da ist er vor allem hier in der Verwaltung sehr, sehr gut. Visionen des Göttlichen, da Matthäus tritt zu mir. Was sagen wir? Und so werden wir aus den Augenwinkeln die unbegreifliche Gestalt von Engeln sehen, durch Weihrauch und so. Ja, sagen wir jetzt, wir sind ja hier ehrlich. Geduldig, ehrgeizig, fleißig, okay. Nicht eigentlich ehrlich, aber er sagt, meine Absichten sind hehr, das versichere ich euch. Okay. Hier eigentlich gut geschafft. Jetzt schauen wir mal, wo hier Nachfolger fehlen. Schar des Kaisers. Schar des Kaisers. Suchen wir mal einen Nachfolger. Und dann schauen wir mal, ob hier, klicken wir das mal weg, das kommt dann sicherlich wieder. Und jetzt könnte man auch einmal hier die Clara zurückrufen, würde ich einmal sagen. Wird nicht annehmen, okay. Ja, dann können wir es doch noch nicht zurückrufen. Okay, wir schauen jetzt einmal, okay, Graf Arnold. Ah, der ist ebenbürtig. Ja, der wäre natürlich doof, den dann anzugreifen. Okay, der ist unterlegen. Mann, der Urgard. Okay, ist unser Radspitzel. Und unser Ritter. Okay. Er hat dann deren umkämpften Titel hier irgendwo. Ja, das zum Beispiel. Aber das schauen wir uns genau nochmal durch, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was wir hier kriegerisch unternehmen. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.